ist sicherlich jemand, der vielleicht sozusagen den Strukturen zumindest gedanklich immer einen Schritt voraus war und gesagt hat, Mensch, wie kann ich aus einer Einzelpraxis eine Gemeinschaftspraxis machen? Wie kann ich aus einer Gemeinschaftspraxis ein MVZ machen? Und das natürlich zu den richtigen Zeitpunkten, wo das am Ende natürlich auch legitimiert war durch die Veränderungen im Zulassungsrecht. Ach, ich liebe es tatsächlich, Erfolgsgeschichtenpraxis zu präsentieren. Und heute darf ich euch eine ganz besondere Folge dieser Reihe Erfolgsgeschichten vorstellen. Ich freue mich ganz besonders heute auf das Business Talk Podcast Interview mit Dr. Carsten Nitschke. Carsten Nitschke ist erfolgreicher Anästhesist, der seit über 22 Jahren niedergelassen ist und aus dieser Niederlassung heraus, aus seiner Einzelpraxis heraus, mehrere medizinische Versorgungszentren gegründet hat. Er führt ja wahrscheinlich eines der größten und erfolgreichsten OP-Zentren in Nordrhein-Westfalen. Die machen über 15.000 Narkosen pro Jahr. Er ist Gründer, er ist Visionär, er ist Vordenker und total netter Mensch auch noch dabei und hat ja als Unternehmer sehr viel erreicht, aber er sagt einfach, es macht einfach ihm unglaublich viel Spaß, neue Wege zu gehen. Er ist ein Ruhrgebietskind, er lebt mit seiner Familie hier mitten im Ruhrgebiet und hat das nie bereut. Ganz im Gegenteil, er findet hier Ausgleich, er findet hier die Möglichkeiten, mit seiner Familie zu leben und nimmt sich auch immer wieder Zeit für den Sport, um den Ausgleich zu seinem beruflichen Alltag zu finden. Carsten Nitschke hat darüber hinaus ein Unternehmen gegründet, relativ jung, das sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Da geht es um Patientenservice, um Datenschutz und so weiter, auch hochinteressant. Da sprechen wir heute drüber im Business Talk Podcast und ich kann euch versprechen, es ist wirklich, wirklich eine sehr, sehr interessante unternehmerische Folge geworden, wo wieder einmal deutlich wird, welche Möglichkeiten der Arzt als Unternehmer heute in der medizinischen Welt und in der medizinischen Branche hat. Freut euch drauf, wir hören uns gleich wieder. Okay, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich darf heute begrüßen Herrn Dr. Carsten Nitschke. Und zwar haben wir uns kennengelernt auf unserer gemeinsamen Veranstaltung Startup Praxis im letzten Jahr im November. Und wir sind dann zusammengekommen Anfang diesen Jahres und ich habe ihn sofort in den Business Talk Podcast eingeladen. Wir steigen jetzt mal ein mit der Einstiegsfrage. Wer ist Dr. Carsten Nitschke? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Okay, ja, herzlichen Dank, Oliver, für die Einladung. Ja, Dr. Carsten Nitschke ist 53 Jahre alt. Ich bin Facharzt für Anästhesie, aufgewachsen im Ruhrgebiet, also auch Kind des Ruhrgebietes, lange Zeit in Mülheim an der Ruhr gelebt. Ich habe dann in Essen studiert und meine erste Weiterbildungsstätte war in Duisburg. Ich habe dann nach Wesel gewechselt, also ein bisschen an den Niederrhein. Und bin jetzt seit tatsächlich 22 Jahren niedergelassener Anästhesist mit einem Tätigkeitsschwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. Einige OP-Zentren, die ich leite, das werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen. Wenn ich mal keine Narkosen mache oder auch nicht mich um die Unternehmungen kümmere, bin ich ganz begeisterter Mountainbike-Fahrer. Das ist für mich ein ganz guter Ausgleich zu dem, was ich sonst so mache. Ist das wichtig für dich, dass da ein Ausgleich stattfindet zwischen dem, ja, du hast gerade ja schon gesagt, mehreren OP-Zentren, also zwischen dem vielleicht auch ein bisschen stressigen Berufsleben, braucht man das als Unternehmer, so einen Gegenpol? Ich denke ja, ob man das grundsätzlich braucht, kann ich so nicht beantworten. Also für mich ist es extrem wichtig. Ich beobachte das eigentlich am besten selber, dass ich tatsächlich bei dieser sportlichen Aktivität zum einen den Kopf ein bisschen frei bekomme, zum anderen aber, warum auch immer, eigentlich sehr gute Ideen entwickle, die ich mir dann danach relativ schnell aufschreiben muss oder umsetzen muss. Aber das ist für mich in einer anderen Umgebung frei, irgendwo wild durch das Land fahren, extrem gut auf Gedanken zu kommen, die ich dann im Unternehmen wieder verwirklichen kann. Dieses Thema frei und wir haben das im Vorgespräch schon mal gehabt, vielleicht auf Abwegen auch zu sein, beziehungsweise auf anderen Wegen unterwegs zu sein. Du hast ja neben deiner Tätigkeit als Anästhesist, auch da werden wir etwas ausführlicher im Laufe des Podcasts ja noch drauf kommen, auch viele Wege abseits der Medizin geebnet. Also die haben alle unmittelbar mit dem Thema Medizin zu tun. Aber ist das auch etwas, was wichtig ist, dass man vielleicht mal so ein bisschen über den Tellerrand, jetzt in dem Fall der Medizin, hinausguckt? Ja, halte ich für extrem wichtig. Das ist aber, ich glaube, auch zunächst einmal eine Charaktereigenschaft, die man mitbringt. Ob man sich grundsätzlich offen zeigt für alles, was
vielleicht nicht in seinem Fachbereich liegt. Vielleicht als kurzer Hinweis oder vielleicht als Beispiel, wie das bei mir so gekommen ist. Ich habe normal mein Abitur gemacht und während meiner Schulzeit über Medizin eigentlich überhaupt nicht nachgedacht. Und ich war eigentlich so jemand, der sein Abitur in der Tasche hatte und genau damit jetzt anfangen soll. Und dann gab es im letzten Jahr meiner Schullaufbahn zum ersten Mal einen Medizinertest, seit den vielen, den meisten heute bekannt. Mhm. Also ein Mix aus Numerus Clausus und Medizinertest. Und ich war einer der ersten, ich glaube sogar in der ersten Gruppe derjenigen, die diesen Test absolvieren mussten. Und ich habe den einfach gemacht. Also das war auch so eine Entscheidung. Ach, guck mal, da gibt es einen Medizinertest. Das machst du mal mit. Und dann habe ich den Test gemacht und wusste auch gar nicht so sehr um mein Ergebnis und bin dann tatsächlich am Ende des Tages über den Test in die Studienplätze reingerutscht. Man hatte meine Abiturnote gar nicht berücksichtigt, was, darf ich an der Stelle sagen, zu meinem Vorteil war. Ich habe also alleine über den Medizinertest einen Studienplatz. Das war so eine, das sind so Erfahrungen, die ich gerne mache. Also ich mache teilweise Dinge, ich will nicht sagen unüberlegt, sondern aus Neugier heraus. Probiere sie tatsächlich aus. Also ich mache es einfach, natürlich, weil es mich interessiert. Und das ist dann tatsächlich manchmal oder oftmals entscheidend für meinen weiteren Werdegang, ja, worauf ich mich spezialisiere, was mich weiterhin interessiert. Das ist nicht geplant, aber es liegt, glaube ich, in meinem Naturell. Das Thema einfach machen möchte ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf zurückkommen. Eine Sache habe ich noch so ein bisschen in die persönliche Richtung. Du hast gesagt, du hast auch Familie. Welche Rolle spielt die Familie auch in dem Thema Unternehmer sein? Eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Diese Unternehmerrolle bedarf sicherlich eines sehr hohen Zeitaufwandes. Also man ist dann sicherlich doch teilweise auch zu Zeiten beschäftigt, wo man im Angestelltenverhältnis vielleicht nicht unbedingt mehr arbeiten muss. Das wechselt, man hat es natürlich auch selbst in der Hand, aber mir gibt meine Familie tatsächlich einen großen Rückhalt. Ich habe da auch eine hundertprozentige Unterstützung und von daher ist es für mich wirklich wichtig, diesen Hintergrund zu haben. Und ja, ich freue mich eigentlich jeden Tag auf meine Familie, auch wenn es zeitlich manchmal nicht sehr viel ist. Höre ich da so ein bisschen raus, dass man vielleicht sagen kann, Erfolg beginnt auch zu Hause? Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, man braucht die Unterstützung. Wenn die fehlt, also das muss ja nicht unbedingt jetzt die Familie im Sinne von Partner und Kinder sein, sondern das kann sicherlich auch schon die Familie sein, also der Elternpart, der Kinder oder der ihre Kinder fördert in eine gewisse Richtung oder ihnen auch die Freiheiten lässt. Und das war sicherlich auch ein Punkt, dass meine Eltern, ich komme also aus einer kompletten Nicht-Familie, also ich hatte mit der Medizin überhaupt gar keine Berührungspunkte und die haben mich auch damals einfach machen lassen. Die haben gesagt, du möchtest Medizin studieren, mach das. Wenn du das möchtest, dann tu das. Also das würde ich genauso sagen, auch das Vertrauen, nicht unbedingt, muss ja nicht unbedingt Familie mit Kindern oder wie auch immer sein, aber das Vertrauen zu haben und auch schon relativ früh vielleicht mit auf den Weg zu bekommen, prägt einen sicherlich auch. Jetzt hast du gesagt, deine Eltern sind nicht aus dem Medizinersektor. Bist du denn unternehmerisch geprägt gewesen? Also gibt es da irgendwelche Unternehmer bei dir in der Familie? Nein, tatsächlich auch nicht. Also das mag jetzt etwas verwunderlich klingen, aber tatsächlich nicht. Ich habe da überhaupt gar keine Prägung gehabt. Nein, das musste ich selber, mir nicht beibringen, sondern das habe ich mir selber erarbeitet, aber das klingt auch so ein bisschen nach Druck. Nein, ich habe es einfach mitgenommen. Ich habe das selbst entwickelt und ich habe einfach Spaß an dem gehabt, was ich machen konnte und bin auf dem Wege am Ende auch Unternehmer geworden. Das Thema einfach machen, also du hast gesagt, du greifst einfach viele Dinge auf und machst dann, setzt um. Du hast auch in den Informationen zu dem Podcast vorher noch geschrieben, du hast ja deine Facharztausbildung gemacht und hast dann bist im Grunde so ein bisschen in dieses Thema aus dem Krankenhaus raus reingeschubst worden, weil es gab keine Oberarztstelle seinerzeit, sonst wärst du auch gerne im Krankenhaus geblieben. Ist das auch so etwas, wo du dann sagst, okay, ich nehme die Gelegenheit dann beim Schopfe und mache etwas daraus? Ist das auch so ein Weg? Das ist genau auch nochmal ein Beispiel, vielleicht für mich und meine Person. Ich kann das ein bisschen ausschmücken. Gerne. Also ich habe eigentlich einen klassischen Werdegang gemacht, im Medizinstudium, auch in der Zeit. Und habe dann, damals gab es noch
Arzt im Praktikum. Ich muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob es heute auch immer noch in der Form so gelebt wird. Habe die ersten Krankenhäuser dann besucht. Es war schon schwierig, alleine eine Stelle als Arzt im Praktikum zu bekommen. Das war so in den Jahren 1995 ungefähr, 94, 95, weil die Krankenhäuser einfach komplett voll waren. Es gab keine unbesetzten Stellen. Selbst die Assistenzarztstellen waren vielfach mit Fachärzten schon besetzt. Und also eine ganz andere Situation als heute, wo wir einfach nirgendwo in die Häuser reinkamen. Und heute, sagen wir mal, sind die Stellenschlüssel ja so, dass man in Krankenhäusern fast immer eine Anstellung bekommt. Ich habe die Facharztausbildung dann gemacht, bin 1998 fertig geworden und habe dann halt ja eigentlich überlegt, sondern ich wäre gerne in meinem Krankenhaus geblieben mit einer Option auf eine Oberarztposition. Ich fühlte mich im Krankenhaus sicher, ich fühlte mich dort gut aufgehoben, ich hatte ein nettes Arbeitsumfeld, aber es gab keine freie Stelle. Also ich war quasi aus der Assistenzarztriege raus mit Erwerb des Facharzttitels und eine Oberarztposition gab es für mich nicht. Und ich habe in dem Moment durch einen Kollegen, der bereits als Anästhesist niedergelassen war, eine Option, eine Möglichkeit bekommen. Der Kollege hat nur noch schmerztherapeutisch gearbeitet, wollte aber wieder ein bisschen Narkosen draußen im ambulanten Bereich machen und hat mich angesprochen, ob ich ihn dabei nicht unterstützen könnte. So aus der Klinik heraus, war wohl schon ein paar Jahre aus der Anästhesietätigkeit selber raus. Und ich habe gesagt, ja, klar, ich gucke mir das gerne an und bin dann einfach mitgelaufen und habe gemerkt, okay, du kannst auch Narkosen alleine draußen machen, in nicht Krankenhausstrukturen. Und das war für mich damals so der Weg, wo ich dachte, okay, du kommst als Oberarzt nicht weiter, dann gehst du halt in die Niederlassung. Das war auch wieder ein Machen, ein einfach Ausprobieren und sagen, okay, da geht ein Weg auf und ich nehme diesen Weg. Und dann bin ich damals 1998, da gab es auch noch keine Niederlassungssperre, bin ich dann in die freie Laufbahn rausgegangen und habe dann im Grunde genommen auch sehr schnell die ersten Operateure gefunden und es hat eigentlich auch sofort funktioniert. Du sagst, dass du dann von der, ja, angefangen von der in Anführungsstrichen kleinen Einzelpraxis dich entwickelt hast. Also daraus ist ja dann eine ganze Menge entstanden. Also zu der Zeit war es ja sehr, sehr en vogue, sage ich mal, mit einer mobilen Anästhesie vielleicht rumzufahren und zu sagen, ich bin derjenige, der dann in die Praxen fährt, aber du hast dann einen anderen Weg gewählt. Also du hast dann im Grunde ja die größeren, hänge jetzt mal, Zentren aufgebaut oder angefangen nach und nach. Kannst du den Weg mal so ein bisschen beschreiben, wie das dazu gekommen ist? Auch wieder wahrscheinlich, ich habe es laufen lassen, ich habe einfach mal gemacht, ja. Genau, ja, also es ist tatsächlich auch so, aber es ist halt meine Geschichte. Ich habe tatsächlich so angefangen, 1998 als Einzelpraxis, zum größten Teil reisender Anästhesist, also Narkosegerät morgens ins Auto, zum Operateur fahren, alles aufbauen, Narkosetätigkeiten durchführen, alles wieder einsammeln, nach Hause fahren und vielleicht noch ein bisschen dokumentieren. Dann habe ich eine Chance bekommen, nach ein paar Monaten hat mich ein, ja, schon damals, 1998, größeres Zentrum angesprochen mit drei Operationssälen, ob ich das nicht anästhesiologisch übernehmen möchte. Und ich habe wie immer nicht lange gezögert. Ich habe mir das angeguckt, habe gesagt, okay, ist eine super Struktur. Und bin dann also sehr früh, quasi im ersten halben Jahr meiner Niederlassung, in die Situation gekommen, dass es eben auch draußen größere Strukturen gibt, in dem Fall ein OP-Zentrum mit mehreren Sälen. Und habe das sofort angefangen und überlegt, wie machst du das? Habe mich ein bisschen aufgestellt mit Kollegen, die auch in der Niederlassung waren. Und bin dann quasi in eine Wachstumssituation gekommen, wo ich sehr schnell überlegen musste, wie strukturiert man das? Wie geht das gesellschaftsrechtlich? Wie kann man sich mit Kollegen an solchen Standorten zusammentun? Ich habe die Vorteile gesehen bezüglich Ressourcen, Optimierung, bessere Ausnutzung von OP-Zentren mit mehreren Operateuren. Und ja, so ist das zunächst mal gewachsen. Ich bin dann in eine Situation gekommen, einen weiteren Kassenarztsitz zu übernehmen, also ein Kollege, der aus Altersgründen aufhören wollte, der eine Nachfolge suchte. Und es war dann schon eine gewisse Größe, wo ich dachte, naja, du brauchst aus diversen Gründen, am Ende auch aus wirtschaftlichen Gründen, mit den Budgetierungen im gesetzlichen Bereich einen weiteren Kassenarztsitz. So, und dann wächst man in eine Situation herein, heißt, wie geht das? Ist das ein angestellter Arzt? Ist das eine Kooperation? Ist das eine Praxisklinik? Ist das eine Praxisgemeinschaft, Entschuldigung, oder eine Gemeinschaftspraxis?
Und ich musste mich dann mit den zulassungsrechtlichen Situationen beschäftigen, um Lösungen zu finden. Und ja gut, dann kam der erste Kassenarzt dazu, dann kam der erste angestellte Anästhesist ins Unternehmen. Das hat sich dann im Grunde etwas vervielfacht in den laufenden Jahren und dann stieß ich wieder an eine Grenze, die heißt, okay, wie kann man weitere Kassenarztsitze hinzubekommen? Also zunächst mal nur diese zulassungsrechtliche Schiene und dann hatten sich ja auch die rechtlichen Vorgaben etwas verändert und dann kamen plötzlich die medizinischen Versorgungszentren auf den Plan. Also wieder eine Zulassungsstruktur, die für mich sehr hilfreich war. Und ich habe auch da nicht lange gezögert, habe dann im Grunde genommen ein erstes medizinisches Versorgungszentrum gegründet, um weitere Kollegen anzustellen. Das Ganze, muss man sagen, ist natürlich nur die zulassungsrechtliche Betrachtung. Im Hintergrund, oder eigentlich gar nicht im Hintergrund, sondern Grundlage dafür war natürlich, dass die Narkoseleistungen weiter angefragt wurden, dass es immer mehr Operateure gab, die sich für die anästhesiologische Versorgung interessiert haben, dass es immer mehr Operateure gab, die auch in solchen OP-Zentren operieren wollten. Also es war eine gewisse Marktlage da. Es war mit Sicherheit auch eine Frage, wie man sich aufstellt in der Außendarstellung. Es ist auch immer mal eine Qualitätsfrage, wobei ich einfach unterstelle, dass die draußen arbeiten in der Niederlassung, alle natürlich eine gewisse Qualität erbringen müssen, sonst könnte man das gar nicht durchführen. Mhm. Es war aber schon irgendwie eine Marktsituation, die etwas anders war. Ich habe damals sicherlich auch etwas ungewöhnliche Schritte gemacht, indem ich Operateure auch aktiv angesprochen habe, ob sie denn Anästhesieversorgung bräuchten. Und so ist das eigentlich entstanden und endet heute in einer Situation von der Führung von zwei medizinischen Versorgungszentren und einer Einzelpraxis mit angestellten Ärzten. Und wir machen in dem Team insgesamt etwas über 15.000 Narkosen in Nordrhein-Westfalen. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie so eine Entwicklung funktioniert und welchen. Ich habe die ganze Zeit immer gedacht, Mensch, da gehört eine ganze Menge Mut dazu, dass so in die Hand zu nehmen. Also auf der einen Seite ist es natürlich klar, dass man gewisse Dinge auch mutig angehen muss, sonst entwickelt man sich nicht. Aber auf der anderen Seite stellt sich ja sofort die Frage, hast du das alles alleine in die Hand genommen? Gab es Menschen, die dich unterstützt haben? Beziehungsweise hast du einfach gesagt, ich schaffe mir ein gewisses Grundverständnis auch selber? Auch das ist ja die Frage, denn ich kenne einige Anästhesisten, die gerade so in dieser Zeit, die du beschrieben hast, wo du gewachsen bist, auch mit vielen Problemen gekämpft haben. Also ich nehme mal das Thema Druckkammerzentren zum Beispiel, war ja eine ganze Zeit lang gerade im Bereich Anästhesie ein Riesenthema. Da sind viele, ich will nicht sagen, dran gescheitert, aber auch da hätte es ja mal in die falsche Richtung gehen können. Hast du Beratung gehabt oder hast du gesagt, ich muss mir diese Themen oder ich will mir diese Themen auch selbst beibringen, um eben kurzfristig vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen zu können? Du hast das Thema MVZ und so weiter angesprochen. Also ich habe auch Beratung gehabt, aber die Entscheidung habe ich eigentlich vorher selber getroffen. Mhm. Also es geht nicht ganz ohne Beratung. Es war eine gewisse Notwendigkeit da, sich mit zulassungsrechtlichen Themen zu beschäftigen. Also wie kann ich überhaupt Ärzte anstellen? Welche gesellschaftsrechtlichen Strukturen muss ich dafür vorhalten? Mhm. Da habe ich mich natürlich selber mit beschäftigt. Gut, in der Niederlassung gibt es natürlich Niederlassungsberatungen. Es gibt auch Juristen bei den kassenärztlichen Vereinigungen, die man fragen kann. Aber es war mir wichtig, auch diese Hintergründe zu verstehen und zu verstehen, wie kann man denn expandieren, welche rechtlichen Dinge muss man einhalten und wie verändert sich auch die Landschaft und welche Möglichkeiten ergeben sich. Mhm. Da war ich sicherlich jemand, der vielleicht sozusagen den Strukturen zumindest gedanklich immer einen Schritt voraus war und gesagt hat, Mensch, wie kann ich aus einer Einzelpraxis eine Gemeinschaftspraxis machen, wie kann ich aus einer Gemeinschaftspraxis ein MVZ machen und das natürlich zu den richtigen Zeitpunkten, wo das am Ende natürlich auch legitimiert war durch die Veränderungen im Zulassungsrecht. Natürlich kommt man an einer Beratung dann am Ende nicht mehr so richtig dran vorbei. Also man braucht dann auch schon mal eine juristische Beratung bei der Entwicklung von Verträgen. Ganz klar. Gibt, wie gesagt, auch bei der KV auch Juristen, die man im Zulassungsrecht ansprechen kann. Man kommt dann irgendwann in eine Situation, wo man steuerliche Unterstützung braucht, also steuerberaterliche Unterstützung braucht, wenn man solche Konstrukte fährt, wenn man halt auch Gesellschaften gründen muss in Form von GmbHs oder Einzelpraxen oder eben anderen Unternehmungen. Da kommt man um eine gewisse Beratung nicht rum. Aber mir war immer persönlich wichtig, Dinge zumindest zu verstehen. Wenn ich davon ausgehe, dass du sagst, dieses gewisses Grundverständnis muss da sein, heißt das ja auch, ich schaffe mir damit
sondern ein bisschen eine eigene Flexibilität. Ich glaube, für alle die sich das anhören und fragen, Mensch, ich stehe vielleicht vor der Entscheidung, mal gründe ich eine Einzelpraxis und habe da schon gehörig Respekt davor. Denn es ist ja nicht nur das Thema, bis ich in der Praxis bin und dann fange ich an und dann im Grunde geht ja dann die Selbstständigkeit erst richtig los mit allen Entscheidungen, die ich treffen muss. Ich höre aber raus, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis und Tipp, ein gewisses Grundverständnis muss immer da sein und muss man sich selbst aneignen, um als Unternehmer eben auch diese Entscheidungen treffen zu können, in welche Richtung soll mein Unternehmen Praxis irgendwann gehen. Denn das, was ich jetzt gerade gesagt habe, du gehst in die Praxis, du entwickelst die Praxis weiter, aber wenn du startest, geht dieses Unternehmerische ja eigentlich erst los. Nehmen wir mal das Thema Mitarbeiter. Also du wirst damals eine andere Mitarbeiterstruktur gehabt haben, als du sie heute vorfindest. Und die Mitarbeiter wollen ja auch begleitet werden. Die stellen Ansprüche an dich, an die Führung eines Unternehmens. Wie bist du damit umgegangen? Ja, auch diese Personalentwicklung ist ja etwas, was sehr schnell auf einen zukommt, sobald man die Struktur vergrößert. Es hat sich ja auch der Markt, sagen wir mal, an der Stelle leider, muss man sagen, heute sehr verändert. Wir haben tatsächlich einen Fachkräftemangel auch im gesamten Gesundheitssektor. Der ist heute da. Man versucht natürlich, sich zu bewerben bei gewissen Mitarbeitern. Es geht darum, das Unternehmen natürlich auch in der Außendarstellung präsent zu halten. Das waren ganz banale Dinge am Anfang. Also man gibt sich einen Namen, wir haben ein Logo entwickelt, wir haben eine Internetpräsenz. Das ist sicherlich etwas, was wir auch sehr früh gemacht haben. Also auch in den ersten Jahren meiner Niederlassung 1998, 2000, 2002, da gab es noch nicht so viele Ärzte, die überhaupt eine Internetseite hatten. Das ist heute kaum vorstellbar. Da hat der Anästhesist natürlich auch noch eine extra Rolle, weil der Patient kommt ja nicht zum Anästhesisten, sondern zum Operateur. Also man muss es auch gedanklich ein bisschen anders aufbauen. Mhm. Aber wir haben halt solche Strukturen geschaffen, dass wir einfach gesagt haben, wir brauchen sowas wie ein Corporate Design. Wir wollen eine gute Außendarstellung haben. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter gewisse Standards vorfinden in den Unternehmungen. Vielleicht bei der Personalakquise, ich habe immer gesagt, und ich mache das heute noch bei Vorstellungsgesprächen, ich habe den Bewerbern immer gesagt, mir ist es wichtig, egal was sie an Zeugnissen vorlegen und was sie bisher gemacht haben, es ist für mich wichtig, dass sie sich in meinem Unternehmen wohlfühlen. So, das ist ein ganz einfacher Satz, der ist aber... der ist sehr schwer. Das ist sehr, sehr schwer hinzubekommen, dass Mitarbeiter Unternehmen wohlfühlen. Das sind ganz, ganz viele Strukturen, die man da aufbaut mit der Zeit. Das kann man durchaus geordnet und auch mit einer gewissen Vorgabe machen. Aber ich glaube, auch das muss man leben. Man muss sein eigenes Unternehmen leben, den Mitarbeitern zeigen, wie so ein Unternehmen funktioniert, sie am Unternehmen auch beteiligen durch Ideen, die sie mit einbringen dürfen, durch Gestaltungsmöglichkeiten, um damit auch Mitarbeiter im Unternehmen zu binden. Also das sind ganz, ganz viele Facetten, die wir heute haben, die sich auch mit der Zeit entwickelt haben, im Rahmen zum Beispiel von Personalmanagement. Jetzt hast du ja, wir haben das ja gerade schon angesprochen, nicht nur in Anführungsstrichen die im OP-Zentren, sondern du bist ja auch noch mit Gründer beziehungsweise mit Inhaber auch noch von zwei medizinischen Versorgungszentren, zum Beispiel die CPDU Sportklinik in Duisburg, Kooperation mit Operateuren. Dann gibt es die Klinik Belletage beziehungsweise Prados Medical Center in Düsseldorf. Dann gibt es noch ein angeschlossenes Krankenhaus. Also da ist ja ganz, ganz viel auch mit Kollegen gemeinsam. Es sind ja nicht nur Mitarbeiter, die da gehandelt werden müssen, sondern eben auch eine Kollegenstruktur. Medizinische Versorgungszentrum heißt ja, es sind unterschiedliche Fachärzte auch gebündelt zusammen. Das heißt ja, auf der einen Seite hast du ja, wenn man das so nehmen will, nicht nur die Patienten als Kunden, sondern du hast ja letztendlich neben deinen Operateuren, für die du die Narkose machst oder in Kooperation, eben auch noch Kollegen als Kunden, wenn man das so will. Ist das vielleicht etwas, wo du irgendwann sagen würdest, ich ziehe mich aus der Narkosetätigkeit ganz raus? Oder bist du so, dass du sagst, ich mache das so gerne, ich will immer auch irgendwie am Tisch stehen? Ja, jetzt hast du ganz viele Dinge angesprochen, aber ich nehme sie sehr gerne alle auf. Ja, genau. Also ich fang mal rückwärts an. Ich mache tatsächlich auch noch selber Narkosen, auch bei der Führung eines Unternehmens mit etwas über 100 Mitarbeitern mittlerweile. Mhm. Aber ich mache tatsächlich sehr gerne Narkosen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich bin also tatsächlich
auch wirklich an der Basis. Ich gehe morgens in den OP-Saal, arbeite mit meinen angestellten Anästhesie-Fachpflegekräften zusammen. Ich arbeite direkt mit den Operateuren zusammen, mit denen ich vorher die Kooperationsverträge ausgehandelt habe. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man tatsächlich mit an der Basis am Kerngeschäft des Unternehmens noch ist, auch wenn ich das zeitlich nicht mehr in einem vollen Umfang leisten kann, weil ich eben zu viele unternehmerische Aufgaben habe, aber das ist mir wichtig. Wie sind diese Strukturen zusammengekommen? Du hast gerade die größeren OP-Zentren genannt, die wir also in Nordrhein-Westfalen betreuen. Das war auch schon, du erinnerst dich, als wir vorhin anfingen, diese erste Situation, dass ich ein OP-Zentrum schon 1998, 99 angeboten bekommen habe, anästhesiologisch zu leiten. Das heißt, sehr früh war für mich erkennbar, solche größeren Strukturen machen aus verschiedensten Gründen sehr viel Sinn, dass Operateure mit ihren Patienten in diese OP-Zentren kommen. Am einfachsten ist es im Grunde genommen aus der Situation Ressource heraus. Also es gibt Einzeloperateure, die haben noch einen OP-Saal in ihrer Praxis und haben einen OP-Tag. Und dieser Saal wird dann an einem Tag in der Woche genutzt und steht quasi 4 bis 6 Tage in der Woche leer. Und das war für mich so eine Situation, wo ich gedacht habe, das muss doch anders gehen. Also das kann man ja nicht machen. Das macht wirtschaftlich gar keinen Sinn. Das ist von der Vorhaltung her unsinnig. Die Auflagen, die ich erfüllen muss, sind die gleichen, ob ich einen kleinen OP habe oder ein großes OP-Zentrum. Also war dieser Gedanke, größere OP-Zentren, für mich einfach sehr, sehr interessant. Mhm. Diese Zentren, die du genannt hast, erfüllen genau das. Hinzu kam noch, dass sie die Eigenschaft haben, dort auch stationäre Möglichkeiten zu haben. Also ein ganz wichtiges Thema für mich, auch sehr früh erkannt. Es gab diese klassische Trennung, auch damals zu meinen ersten Jahren der Niederlassung. Ambulant macht der niedergelassene Arzt, stationär ist nur das Krankenhaus. Und ich habe sehr früh darüber nachgedacht und habe gesagt, also da muss es doch irgendwas dazwischen geben. Also diese harte Trennung, die war für mich total unflexibel, wo ich auch dachte, das kann doch nicht sein, dass der Operateur jetzt oder der Orthopäde, bleiben wir mal bei einem Fachbeispiel, einen Patienten in seiner Praxis untersucht und stellt fest, da ist eine operative Indikation, irgendwas muss operiert werden, am Kniegelenk meinetwegen, und er weist ihn dann ins Krankenhaus ein, obwohl er vielleicht selber die Möglichkeit hätte zu operieren. Und der Patient geht ins Krankenhaus, völlig neue Umgebung, völlig neue Ärzte, ganz völlig neue Gesichter. Es operiert ihn irgendjemand, den er vorher nicht kannte, ist dann da ein paar Tage im Krankenhaus, kommt zurück und dann wieder zu seinem Facharzt. Und ich habe gedacht, mein Gott, das ist doch irgendwie auch aus Sicht des Patienten vielleicht nicht so ganz zufriedenstellend, sondern der würde sich ja vielleicht lieber bei dem Orthopäden seines Vertrauens, der ihn auch untersucht hat und der die Diagnose gestellt hat, operieren lassen. Wie kann man das machen? Im ambulanten Bereich ist das möglich, mit der Erweiterung unserer Möglichkeiten heute, die wir haben. Also wir können auch mittlerweile größere Eingriffe natürlich sehr gut durchführen, dass wir ein klassisches Krankenhaus im Hintergrund brauchen. Und da war so die Idee, wie können wir eventuell Patienten operieren, die nicht in ein Krankenhaus müssen, aber vielleicht doch 1 oder 2 Nächte bei uns bleiben, aufgrund der Größe des Eingriffes oder auch des sozialen Umfelds des Patienten etc. Mhm. Und da gab es 1998 einfach gar keine Lösung. Das war ein starres System mit einer harten Sektorengrenze, ambulanter Bereich, stationärer Bereich. Und nochmal zurück zu diesen Strukturen. Das waren so OP-Zentren, die hatten Privatkliniken angeschlossen. Also § 30 konzessionierte Privatkliniken. Auch natürlich ein enges Fenster. Das heißt, da können eigentlich nur Privatpatienten übernachten. Das ist die gesetzliche Vorgabe. Und es war so eine Idee zu sagen, es muss doch möglich sein, auch gesetzliche Patienten dort stationär unterzubringen, ohne dass es ein Krankenhaus ist. Und von daher waren diese Strukturen für mich sehr interessant. Und es gab dann eine erste Initiative, die heute auch noch, die sehr aktiv ist. Das ist der Begriff der Praxisklinik. Ich bin Mitglied in der Deutschen Praxisklinikgesellschaft, die genau dieses Thema aufgreift und sagt, es muss doch eine Möglichkeit geben zwischen der klassischen ambulanten Behandlung beim niedergelassenen Arzt und der stationären Behandlung mit allen Vorteilen. Und dann ist der Gedanke der Praxisklinik entstanden und diese genannten Standorte bieten also Möglichkeiten, ambulante Operationen durchzuführen in den OP-Zentren oder aber auch, nennen wir es mal, teilstationäre oder praxisklinische Behandlungen, wo Patienten 1, 2 Tage in dieser Struktur übernachten können und dann auch wieder in die häusliche Versorgung zurückgehen,
mit dem Vorteil komplett durchgehende Facharztschiene, also der Operateur, der die Diagnose stellt, ist auch der Operateur und ist auch der Nachsorgende. Also eine sehr enge patientenbezogene Versorgung, eine Nicht-Krankenhausstruktur, was ja durchaus auch Vorteile haben kann, ohne dass wir da vielleicht jetzt weiter drauf eingehen. Und das war so eine Situation, die sich entwickelt hat, aber die wir im Moment natürlich gerne vorantreiben mit solchen Strukturen. Da geht es auch um Kostenersparnisse im Gesundheitswesen, aber wichtig war mir, dass wir einfach den Patienten im Mittelpunkt haben und sagen, wir können dich in unseren Strukturen komplett behandeln. Auch wenn du stationär bleiben musst. Jetzt sind bei mir gerade ganz viele Fragen im Kopf, bei dem, was du jetzt gerade alles ausgeführt hast. Ich würde nur noch mal gerne eine Sache fragen, weil mich das interessiert, bezogen auf die Kollegen, mit denen du zusammenarbeitest, die ärztlichen Kollegen. Erste Frage dazu, hast du das Gefühl, du arbeitest mit Unternehmern zusammen oder sind es überwiegend Ärzte? Also vor dem Hintergrund, sind die froh, dass du zum Beispiel Strukturen abnimmst? Also, dass du denen vorbereitete OP-Säle, du hast gesagt, wir verhandeln zum Beispiel Verträge mit Krankenkassen, wir bereiten Dinge vor. Hast du das Gefühl, dass die das gerne haben, dass da jemand ist, der ein bisschen mehr macht und ich mich im Grunde als Arzt auf meine Tätigkeit verlassen kann? Ja, also um Gottes Willen, die niedergelassenen Kollegen in eigener Praxis müssen meiner Meinung nach so ein Grundverständnis unternehmerisches Handeln haben. Ich sehe es aber tatsächlich sehr oft, gerade in den OP-Zentren, dass in dem Fall die Operateure sehr dankbar sind, wenn wir ihnen diese Strukturen A zur Verfügung stellen und B das, was so an unternehmerischer Aktivität im Hintergrund läuft, abnehmen. Also tatsächlich, vielleicht nochmal eben auf das, was ich gerade ausgeführt habe, ein kleiner Blick, das ist ja kein Selbstläufer. Also einen gesetzlichen Patienten heute in einer stationären Einheit, die nicht Krankenhaus heißt, zu behandeln, ist überhaupt noch kein Selbstläufer. Also es geht eigentlich gar nicht. Mhm. Es geht nach wie vor nicht, auch weitestgehend im Verständnis der Kostenträger, sondern das ist wirklich Arbeit, die man investieren muss in Gesprächen mit Krankenkassen, mit Kostenträgern, mit Vertragsgestaltungen, dass man den Krankenkassen auch die Vorteile einer solchen Versorgung nahelegt und dann mit ein bisschen Glück vielleicht auch bei der einen oder anderen Krankenkasse einen solchen Vertrag vereinbaren kann. Das nehmen die Operateure natürlich sehr gerne entgegen. Das heißt, entwickeln sie nicht unbedingt mit, da bin ich aber auch nicht böse drum, sondern das nehmen wir denen ab. Wir bieten dann die Fachabteilung an. Wir sagen, wir haben bei uns im Zentrum Operateure, die haben folgendes Spektrum. Wir können folgende Operationen anbieten. Wir haben Fallzahlen, die auch als Qualitätskriterium gelten und können das sozusagen dann anbieten. Es ist natürlich auch so, dass wenn man mal in einer solchen Situation ist, dass man so etwas geschaffen hat, auch interessant wird für weitere Operateure. Die sehen, kann da Patienten versorgen, die ich eigentlich heute nicht versorgen kann. Ich kann dort Eingriffe machen, die ich eigentlich heute nicht machen kann, weil die muss ich an ein Krankenhaus abgeben. Also ich stoße da tatsächlich auf Kollegen, die das extrem interessant und spannend finden, die aber froh sind, wenn man ihnen Ich hab so bestellt, das mit dem Hund. Das ist immer so. Ich habe gesagt, du musst irgendwann bellen, dann ist alles gut. Also immer, wenn die Redezeit überschritten ist. Nein, aber die sind tatsächlich froh, wenn man ihnen das aus der Hand nimmt, sind dann natürlich auch wieder sehr interessiert, wie das funktioniert und wir brauchen sie am Ende natürlich auch ein bisschen in der Zuarbeit. Aber es ist halt kein Selbstläufer. Ich frage das ja auch vor dem Hintergrund, weil wenn wir hier dieses Thema ambulante Versorgung aufmachen, wenn ich sage, ich möchte den Arzt zum Unternehmer machen, dann ist das natürlich auch deshalb ein bisschen provokant, weil ja klar ist, das wird nicht bei allen funktionieren. Wir können nicht alle Unternehmer im ambulanten Bereich haben. Warum nicht? Weil die Versorgungsstruktur ja letztendlich für den Patienten ausgerichtet sein muss. So, und wenn ich mich nur noch um unternehmerische Dinge kümmere, bleibt vielleicht irgendwas auf der Strecke. Deshalb glaube ich, dass wir in Zukunft, wenn wir jetzt auch mal über junge Unternehmer, junge Ärzte sprechen, die in das Feld rein wollen, dass wir vielleicht Unternehmer wie dich brauchen, die sagen, wir stellen diese Strukturen zur Verfügung und wir holen die Ärzte in die ambulante Versorgung, denen das ganz recht ist, dass wir die Strukturen zur Verfügung stellen, dass andere die zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das macht auch Sinn, weil wir damit trotzdem langfristig sektorenübergreifend vielleicht sogar eine vernünftige Versorgung sicherstellen können. Du hast gesagt, das ist natürlich gerade alles in einem
in einem Umbruch. Das ist ja auch ein Riesenfeld, weil wir haben im Moment ja noch eine relativ strikte Trennung zwischen ambulant und stationär, sodass vielleicht so ein Vorreiter, wie du es jetzt bist, wie du es immer gewesen bist, weil du ja viele Dinge im Laufe der Zeit auch mitentwickelt hast, wichtig ist fürs System, um zu sagen, ich hole aber trotzdem die junge Generation oder die Generation, die eben nicht unternehmerisch tätig sein will, mit in diese Versorgungsstrukturen, weil heute ist es möglich, dass wir das so tun können. Ne? Definitiv. Also ich sehe das ja auch. Ich beschäftige im Moment 22 fachärztliche Kollegen und Kolleginnen, also alle aus dem Fachbereich Anästhesie. Und ich erlebe es sehr häufig, dass sie gerne in diesen Strukturen arbeiten, also nicht Krankenhaus, ambulantes Operieren mit teilstationärem Operieren. Das ist auch ein bisschen andere Atmosphäre. Die kann ich hier nicht beschreiben. Die muss man vielleicht sehen. Also wer möchte, ist gerne herzlich willkommen, auch mal in unsere OP-Zentren reinzukommen. Da machen wir eine Führung dann. Ja, sehr gerne eine Führung. Und ich merke aber auch, dass es sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die tatsächlich die Anästhesie machen wollen. Also das ist auch wichtig. Die wollen einfach jeden Tag Narkose machen und die sind auch froh, wenn ihnen das alles, was da dranhängt, die ganze Administration, die Abrechnung, die Vorbereitung, die Logistik, das Personalmanagement, dass das alles von ihnen ferngehalten wird. Also die wollen auch tatsächlich ein klassisches Angestelltenverhältnis. Mhm. Das ist keine Bequemlichkeit, um Gottes Willen, sondern das ist einfach so. Ich will nicht sagen, dass sie das Unternehmertum scheuen, aber sie fühlen sich in ihrer Profession aufgehoben und sagen zu mir, ich will Narkosen machen, aber ich will mit dem ganzen Administrativen drumherum nichts zu tun haben. Das ist ja auch eine Entwicklung, die man sieht bei den älteren Kollegen, die jetzt seit vielen, vielen Jahren niedergelassen sind und Kassenarztsitze innehaben, die jetzt in den letzten Jahren ihrer Tätigkeit immer mehr auch auf mich zukommen und sagen, pass mal auf, kann ich meine Praxis nicht in deine Strukturen einbinden? Mhm. Also die tatsächlich in den letzten Jahren ihrer Selbstständigkeit sagen, ich möchte weiterhin Narkose machen, aber bitte nimm mir das alles ab. Also Abrechnung, Hygiene, Logistik, Materialwirtschaft, mhm. Das möchte ich nicht mehr machen, das frisst mich zu sehr auf. Das ist ja auch heute ein großer Bestandteil unseres Tuns. Kommen wir vielleicht im Rahmen der Digitalisierung gleich nochmal drauf, mhm. dass man da was ändern kann. Mhm. Aber das ist natürlich auch so da, dass man diese Menschen auch hat, die einfach sagen, ich möchte meiner Profession nachgehen, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie unternehmensentwicklungsmäßig da irgendwie was Großartiges tun. Ich möchte Narkosen machen und damit bin ich glücklich. Mhm. Wo du es jetzt schon angesprochen hast, welche Auswirkungen siehst du denn im Rahmen der Digitalisierung da auf die Medizin und auf die Mediziner zukommen und auch auf Praxen zukommen? Also siehst du das mit einer rosa-roten Brille oder ist das eher schwarz, dass man sagt, oh, da kommen ein paar Dinge, die wir heute noch gar nicht abschätzen können und das hindert die Medizin? Nein, also ich habe da eine ganz, ganz klare Meinung zu ihr. Ich begrüße das, das ist noch ganz harmlos. Also ich erwarte das quasi mit extrem großer Spannung, dass wir im Rahmen der Digitalisierung im Gesundheitssystem wirklich mal entscheidende Schritte machen. Vielleicht auch ein Beispiel, wenn du erlaubst. Gerne, ja, natürlich. Es ist tatsächlich für mich noch eine alltägliche Situation. Vielleicht am Beispiel einer Augenklinik, die wir versorgt haben. Das sind zum Teil auch etwas ältere Menschen da, die kommen morgens in die Augenklinik. Ihre Beschwerden werden untersucht, haben Wartezeiten auf eine Untersuchung, müssen zur nächsten Untersuchung, haben wieder Wartezeiten, kriegen dann irgendwann ein Papier vorgelegt, wo sie ihre persönlichen und medizinischen Daten erfassen sollen. Müssen das alles aufschreiben, da geht es um Vorerkrankungen, da geht es um Medikationen, welche Organe sind erkrankt etc. Ein klassischer Fragebogen bezüglich des gesundheitlichen Umfeldes, das passiert alles in der Augenklinik. Die kommen dann mittags zu uns in die Anästhesie, wenn die Indikation zur Operation die operativ tätigen Kollegen gestellt worden sind. Und ich habe das oft erlebt, dass diese Patienten dann so ein bisschen erschöpft waren bei uns. Ja, und gut, die waren mehrere Stunden unterwegs, haben ganz viele Fragen beantwortet und mussten dann am Ende des Tages zum Narkosearzt. Das war immer so ein bisschen unsere Rolle, dass die Patienten dann spät Nachmittag zu uns kommen. Und das Erste, was wir gemacht haben, war, wir haben denen einen Narkosebogen vorgelegt, haben gesagt, hier sind Gesundheitsfragen, die müssen Sie bitte beantworten und Ihre Medikamente aufschreiben. Und ich habe das allzu oft erlebt, dass die Patienten gesagt haben, nee, nicht nochmal, ne? Also das sind hier Ärzte. Mhm. Wieder. Ne? Und dann habe ich doch heute schon morgen schon mal gemacht und meinen Medikamentenzettel vom Hausarzt habe ich doch irgendwo abgegeben und jetzt wollen sie das alles wieder wissen. Und dann habe ich mir gedacht,
Ja, die Patienten haben recht. Das ist eigentlich ganz, ganz schlecht, was wir machen, weil wir diese Daten, die eigentlich jeder Patient so dauerhaft immer mal braucht und mal präsentieren muss und die einfach auch festgeschrieben sind, ja, immer mühsam immer wieder neu dokumentieren muss. Und das war so der Gedanke, können wir das nicht digitalisieren? Der Gedanke ist ja gar nicht so jung. Es gab ja mal einen Ansatz zur elektronischen Gesundheitskarte. Eine Idee, die gar nicht so schlecht war. Gesundheitsdaten auf der uns allen bekannten elektronischen Gesundheitskarte, der Krankenkassenkarte, zu speichern. Das ganze Thema ist, glaube ich, mittlerweile 13 oder 14 Jahre alt und ist bei uns in Deutschland einfach überhaupt nicht an den Start gegangen. Und das habe ich aus der Distanz miterlebt als Arzt und habe gedacht, mein Gott, warum machen wir das nicht? Das ist doch genau das, was wir brauchen. Gut, und das ist einfach heute immer noch die gleiche Situation. Ich sitze in meinem OP-Zentrum, der Patient kommt zu mir und muss alles wieder neu aufschreiben. Und das war so die Idee zu sagen, das geht doch wirklich anders heute. Also das schreit nach Digitalisierung. Da müssen wir Möglichkeiten schaffen, diese Daten irgendwo zu speichern, für die Patienten relativ einfach im Zugriff zu haben und für Ärzte freizugeben. Und deswegen begrüße ich jeden Schritt der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu 100% und ich kann es eigentlich gar nicht erwarten, dass wir da weiterkommen. Ich habe so meine Bedenken, dass wir das so ein bisschen verschlafen, aber oder mal wieder verschlafen, aber ich tue auch selber einiges dafür, damit wir da vielleicht einen Schritt weiterkommen. Ja, das sehr schöne Überleitung zu dem Thema. Das ist ja dann so ein bisschen das dritte Standbein beziehungsweise die dritte Unternehmung. Wahrscheinlich gibt es noch viele, viele mehr, aber von denen ich jetzt weiß. Und du hast mit ja, Kollegen, einem Informatiker und einem Betriebswirt ein Unternehmen gegründet, das sich genau mit dem Thema Daten, Patientensicherheit und so weiter beschäftigt. Die Firma Exacor. Du hast schon gesagt, das ist ein relativ junges Unternehmen. Hat aber ein paar Besonderheiten. Kannst du vielleicht mal ein bisschen sagen, womit beschäftigt ihr euch da? Ich kann ein bisschen was dazu sagen. Es ist noch ein sehr junges Unternehmen, aber es ist richtig. Es war nochmal auch wieder etwas, wo ich gedacht habe, jetzt machen wir einfach mal. Wie kann es anders sein? wie kann es anders sein? Genau. Nein, ich habe einen guten Kollegen, auch einen Freund mittlerweile, der ist plastischer Chirurg. Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Der kam zu mir und sagte, ich habe einen Freund, der ist Informatiker und der hat da irgendwie ganz, ganz komische Sachen erzählt im Gesundheitswesen über Digitalisierung. Da habe ich gedacht, hör mal, das musst du mir mal genauer erklären, was dahinter steckt. Und dann haben wir uns gefunden, es ist noch ein hausärztlicher Kollege dabei, ein Betriebswirt ist noch mit an Bord und auch jemand, der sich sozusagen in der Informatikerszene im Gesundheitswesen sehr gut auskennt. Wir haben zusammengesessen und haben genau das gerade beschrieben habe, nur als Beispiel immer mal so genommen und gesagt, Mensch, was ist möglich zu machen im Rahmen der Digitalisierung im Gesundheitswesen? Und wir sind sehr schnell an den Punkt gekommen, wo wir festgestellt haben, dass wir mit medizinischen Daten unfassbar viele Dinge zum Wohle der Gesundheit durchführen können. Das war so der Grundgedanke. Und vielleicht soweit. Bei Exacor geht es darum, dass wir mit innovativen Ideen und Konzepten Patienten-Services entwickeln wollen. Also ganz, muss wieder bei Beispielen bleiben, ganz einfache Dinge. Der Patient hat seinen Medikamentenplan auf dem Zettel stehen, den sollte man sicherlich digitalisieren. Es hat auch ganz besondere Effekte. Also man kann zum Beispiel auch Unverträglichkeiten mit Datenbanken sofort hinterlegen, Hinweise geben, man macht das Ganze auch ein bisschen sicherer. Man kann Allergien speichern. Ich will jetzt nicht sagen Notfallausweis, aber es gibt einfach gewisse Dinge in der Gesundheitshistorie eines Menschen, die man auch digital festschreiben kann. Bis hin zu, ja, sagen wir mal, Operationen, Krankheiten, Diagnosen, die ich schon mal hatte. Also alles Dinge, die in einer Patientenkarriere immer ganz wichtig sind. Und wir entwickeln diese Patientenservices auf digitaler Basis mit einem extrem hohen sicheren Datenschutz, den wir anbieten. Und das Ganze endet dann auch in Apps, die für Patienten sehr, sehr gut handelbar sind. Stichwort vielleicht,
was so auch im Hintergrund mitläuft. Der Informatiker hat dann irgendwann mal das Wort Blockchain in die Runde geworfen. Da habe ich erst gedacht, was ist denn das? Ich bin ja nur der Mediziner und der bleibe ich auch in dieser Runde. Das war aber so ein Punkt, wo wir gesagt haben, das macht heute Sinn. Das ist wichtig in der Anwendung. Wir haben also Möglichkeiten mit einer speziellen Technik, dieser Blockchain-Technologie, die Patientendaten auch sehr, sehr, sehr sicher abzuspeichern und vor fremden Zugriffen zu schützen. Das machte Sinn und das ist ja auch das, was uns heute bewegt, so im Rahmen vom Datenschutz, auch ein Thema, was uns wichtig ist, aber meiner Meinung nach in Deutschland im Moment völlig falsch interpretiert wird und auch gerade im Bereich des Gesundheitswesens dazu führt, dass wir nicht weiter, nicht frei denken können und nicht kreativ denken können, weil wir meiner Meinung nach ständig in diesem Problemfeld, Datenschutz für Patienten hängen bleiben und das Ganze ja irgendwie ja immer mit negativen Dingen besetzt ist, dass es Daten sind, mit denen man am besten überhaupt nichts machen darf und die müssen super geheim bleiben und dürfen keinen Zugriff haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesen Instrumenten, die wir gerade entwickeln, eine sehr gute Basis schaffen können, dass wir durch die Daten und eine Analyse dieser Daten und die Auswertung der Daten sehr, sehr viel weiterkommen können und immense Fortschritte im Gesundheitswesen zum Wohl der Patienten finden können. Ich finde das ganz großartig, dass sich ein Unternehmer wie du dann auch in den Dienst, ja, kann man ja fast sagen, der Gemeinschaft stellt, weil das so zu entwickeln und das auch so weiterzuentwickeln in diesem Team, ist ja eine Herausforderung. Da versuchen sich sehr, sehr viele dran, aber ich glaube, das Thema mal von einer ganz anderen Seite anzufangen, nämlich das Thema Blockchain mit ins Boot zu holen, also es von einem zentralen System auf ein dezentrales System zu bringen und den Patienten damit ja die Möglichkeit zu geben, selber Hoheit über ihre Daten zu haben und vor allen Dingen eine unglaublich hohe Datensicherheit zu haben. Das Thema Blockchain, du hast es gerade schon angesprochen, ist natürlich ein sehr komplexes, um es mal einfach zu beschreiben. Auch da ist es wirklich unglaublich schwer, diese Struktur dahinter so nachzuvollziehen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie damals mit dem Internet, wenn wir, auch da haben viele gesagt, als es noch übers Modem sich einzuwählen gab, das wird nie funktionieren, weil das dauert alles viel zu lange. Ich glaube, wenn man diese Schritte damals nicht gemacht hätte, wären wir nie da, wo wir sind. Und auch da, glaube ich, gibt es noch Entwicklungen, die wir heute noch gar nicht absehen können. Und Ähnliches, glaube ich, passiert gerade im Blockchain-Bereich. Auch da wird heute viel und schnell abgewunken, weil es eben auch ein paar Nachteile gibt. Es gibt aber auch unendlich viele Vorteile. Und gerade das Thema Datensicherheit ist eben ein Riesenthema, was dabei vorkommt. Und ich glaube, deshalb ist es so spannend, sich damit zu beschäftigen, auch gerade für das Thema Medizin. Und wie kann ich das dafür nutzen? Glaubst du denn, dass diese Entwicklung, wir haben ja jetzt gerade durch das DVG, beziehungsweise durch Gesetzesänderungen, die Einführung der elektronischen Patientenakte zum Jahr 2021. Glaubst du, das ist eine gegenläufige Entwicklung oder habt ihr vor, gemeinsame Sache zu machen? Oder kann man das Nein. überhaupt sagen? Nein, also ExtraCore hat da zunächst mal einen ganz anderen Anspruch. Uns geht tatsächlich darum, Patientenservices zu entwickeln. Das Thema elektronische Patientenakte, ja, wir beschäftigen uns auch damit, aber das ist eigentlich nicht unser Fokus, auch wenn es vielleicht im Ergebnis dazu führen wird, dass wir uns auch mit so etwas beschäftigen. Das, was im Moment, jetzt kommen wir aber in eine sehr politische Situation, das, was im Moment in Deutschland durch Krankenkassen, durch wenige Unternehmungen im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen geplant wird, vorgestellt wird, wird meiner Meinung nach zerredet, ist nicht anwendbar, braucht unfassbar lange Zeit in der Entwicklung. Und wir haben ein bisschen anderen Ansatz, weil wir uns einfach mit erstmal kleineren Details beschäftigen und erstmal sehr praktikable Dinge machen, genau, die man auch sofort anwenden kann, ja, um darüber vielleicht erstmal den Patienten zu helfen und zu sagen, wir können viel, viel mehr damit erreichen. Wir wollen natürlich auch eigentlich nicht nur diese klassischen Gesundheitsdaten haben, die heißen nun mal so. Ich würde sie vielleicht mal als Krankheitsdaten bezeichnen, sondern wir haben ja heute auch Daten, die dann am Ende auch wichtig sind für das Gesundheitssystem, die wir tagtäglich sammeln, die eigentlich aber direkt mit unserer Gesundheit gar nichts zu tun haben. Es gibt einen Schrittzähler in den Handys, also jeder, der eigentlich ein Smartphone hat, kann sicherlich automatisch auch seine Schritte zählen. Man kann heute Bewegungsprofile abrufen. Ich kann meine Ernährung dokumentieren, auch,
im Hinblick auf Gesundheitsaspekte im Rahmen der Ernährung etc. Und auch das sind Dinge, die der sich ExaCore annimmt und sagt, okay, es gibt eine ganze Menge Daten, die nicht direkt mit Gesundheit zu tun haben oder mit Krankheit, die aber auch wichtig sind und die in dem Zusammenfluss aller Daten enorm viele Hinweise darauf geben, wie sich Gesundheit erhalten lässt, wie sich Gesundheit wieder erzielen lässt, wie ich mit Krankheit viel, viel besser, gezielter, personalisierter umgehen kann. Also auch Stichwort personalisierte Medizin ist für uns ein wichtiges Thema, wo wir überlegen, wohin geht die Medizin in Zukunft? Sie wird sicherlich personalisierter. Und was können wir dafür tun? Wie kann man da Systeme entwickeln? Was brauchen wir dafür? Und wie kommen wir am Ende zum Ziel, den Patienten ein längeres, gesundes Leben zu geben? Und eben sind wir der Meinung, dass es in Zukunft sehr, sehr viel mit personalisierter Medizin zu tun haben wird. Ich finde es auch spannend, dass du in dem Zusammenhang oder ihr in dem Team vom Patientenservice sprecht. Also das hat ja was sehr, sehr Positives, dieser Service-Gedanke dahinter. Also spricht ja immer für den Patienten. Was können wir für den Patienten tun? Was können wir für die Patientensicherheit, für die Versorgung, für die personalisierte Medizin? Also da finde ich, da sagt das Wort schon, ist schon sehr positiv belegt. Und ich glaube, da geht ihr in eine ganz, ganz spannende und vor allen Dingen persönliche Richtung und auch gute Richtung für den Patienten. Jetzt sind wir schon wieder 50 Minuten im Interview. Das geht immer total schnell. Ich würde ganz gerne zum Schluss mit dir, du weißt, kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ich habe mir ein paar Begriffe ausgesucht, die ich dir gerne noch stellen würde und die, wo du einfach in einer kurzen Antwort ganz spontan darauf reagieren kannst. Du darfst einmal weiter sagen, wenn du nicht antworten möchtest oder wenn dir zu dem Thema nichts einfällt. Legen wir mal einfach los. Als Anästhesist würde ich dich gerne mal fragen, gab es schon mal eine Notsituation mit einem Patienten? Ja, soll ich lang antworten oder kurz? Kurz. kurz heißt ja. Oder vielleicht einen Satz dazu. In einer ganz frühen Weiterbildungszeit gab es eine Oberärztin, die hat mir mal gesagt, Anästhesie sind Stunden der Langeweile mit Sekunden des wahren Schreckens. So ist es. Okay, aber es ist alles gut ausgegangen, hoffe ich. Nein, es ist alles heute super kontrolliert. Also die Katastrophen, die man vielleicht so mitbekommt über die Medien, das sind tragische Fälle, absolute Ausnahmen. Wir reden da wirklich über Promillebereiche. Okay. Ja, Digitalisierung in der Medizin. Ganz wichtiges Thema, lieber heute als morgen. Personal. Schwierig, wird immer schwieriger. Personalentwicklung ist wirklich wichtig. Eigene Personalentwicklung, ganz wichtiges Thema, müssen wir eine Menge für tun. Wir haben Fachkräftemangel. Also muss man Strategien entwickeln und es ist sehr schwierig im Moment. Datensicherheit. Auch da ganz, ganz wichtiges Thema. Bitte nicht fehlinterpretieren. Daten müssen sicher sein. Wir müssen sie schützen vor Missbrauch. Wir müssen aber offen sein für die Möglichkeiten und Wertschöpfung von Daten im Gesundheitswesen. Ganz wichtiges Thema. Bitte andersrum denken. Nicht nur die Nachteile sehen, sondern sich wirklich mal mit den Vorteilen beschäftigen, die diese Daten für uns bedeuten. Ich finde das immens. Also da ist wahnsinnig viel möglich. Sport. Wichtig für mich, kommt auch zu kurz. Ganz wichtiger Ausgleich. Grundsätzlich, ich habe das Gefühl, wenn ich Sport machen kann, bleibe ich auch gesünder. Sollte man wirklich machen und ich habe Spaß dabei. Ja, kommen wir sofort zum nächsten Stichwort, Gesundheit. Gesundheit heißt für mich, in möglichst vielen Momenten das tun zu können, was man gerne macht. Sollte man sich also erhalten, ganz wichtig. Sehr schön. Freizeit? Habe ich ganz am Anfang schon gesagt, Mountainbiken. Freizeit ist wichtig, ist ein wichtiger Ausgleich, ist im Unternehmertum leicht manchmal ein bisschen anders, schwierig, nicht immer so geplant, aber Freizeit hat auch einen Wert und sollte man auch wirklich beibehalten. Ganz wichtiges Thema. Okay, und zum Schluss Arzt als Unternehmer. Ja, kann nicht jeder, ist aber nicht schlimm. Ärzte in Niederlassungen müssen auf jeden Fall unternehmerisch denken, aber jeder, der Medizin machen möchte, der sich dafür interessiert, soll es bitte tun und nur deswegen, weil er sich dafür interessiert. Eine gesunde Portion Unternehmertum ist wichtig heute, sollte man einfach machen, macht aber auch Spaß, ganz wichtig.
Ja, das war super. Vielen, vielen Dank, Carsten, für deine Zeit, dass du uns Einblicke gegeben hast in genau diesen letzten, gerade von dir genannten Aspekt. Wie ist der Arzt als Unternehmer? Ich glaube, dass viele Aspekte aufgeführt worden sind, hier und heute, gerade zu dem Thema, welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich, wenn ich Arzt bin, was kann ich noch tun, welchen Mut sollte ich haben, ich sollte einfach mal machen. Ich glaube, das ist für viele sowieso das größte Thema. Da sind wir Deutschen ja immer so ein bisschen gehemmt, weil wir immer alles perfekt machen wollen und nicht den Mut haben, bevor wir, also es gibt diesen Satz, start before you are ready, also mach einfach mal und überleg nicht, ob es richtig ist, sondern bereite dich vor, aber starte dann auch und warte nicht bis zum Letzten. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich bin sicher, das wird viele, viele Kollegen erreichen. Für alle die heute dabei waren, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben, dass ihr eingeschaltet habt, dabei wart. Bewertet den Podcast gerne, iTunes, YouTube, Spotify, wo auch immer ihr ihn hört. Oder gebt doch mal einen Kommentar ab. Freue ich mich immer sehr, sehr drüber und bleibt unternehmerisch. Und das letzte Wort hat wie immer mein Podcast-Gast. Ja, Oliver, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. War für mich Premiere. Ich denke, man hat es ein bisschen gemerkt, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf vielleicht ein nächstes Mal und wiederhole gerne nochmal die Einladung in unsere OP-Zentren. Alles klar, so machen wir es. Carsten, vielen Dank, schöne Woche. Tschüss. Danke dir.